Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Halo 4 und hier geht's wieder voll ab. Wir sind hier gerade, glaube ich, gerade aus irgendwie aus der Bibliothek gekommen. Wow. Wie ist der Start? Werden hier oben Stücke geschossen? Kann die Infinity auf den Trichter schießen? Ah! Negativ! Bei dem ganzen Flugverzicht werden wir das Ziel nicht beschreiten können. Captain, wie wär's, wenn wir Ihnen das Ziel mit dem Lasermarkierer vorgeben? Tun Sie das! Das heißt, wow, was ist denn das für ein Riesenteil da oben? Kenne ich ja mal gar nicht. Und wir werden hier komplett zerlegt. Meine Güte. Hier geht ja die Party ab. Geht der einmal aussteigen? So. Wave Nummer 1. Kann die Infinity auf den Trichter schießen? So. Negativ. Bei dem ganzen Flugbetrieb da unten werden wir das inaktiv? Krass. Aber nicht mit mir. Uah! Los. Was ich schade finde, im ersten Teil, zumindest, ich weiß gar nicht, ob es im zweiten auch noch ging, konnte man mit dem Scorpion das MG auch bedienen als Fahrer. Das haben sie irgendwann rausgenommen, dass das eigene Geschütz vorne gibt, was das bedienen kann. Finde ich ja ziemlich schade. Ich meine, wenn man mit einem Kollegen zusammenspielt, geht's ja noch, aber wenn man alleine spielt und keinen am MG hat, ist das ein bisschen Verschwendung. Vor allem, weil irgendwie die Computerkollegen nicht reinsetzen wollen. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Ich meine, eindeutig zu viel Allianz auf dem Fleck. Das ist jetzt übrigens alles wieder komplett blind soweit. Also soweit habe ich dann doch nicht mehr gespielt. Es hat irgendwo bei der Bibliothekarin dann aufgehört. Boah, wie viel Ghosts hier in der Gegend rumfahren. Einfach zu viele. Und es gibt einfach keine Gegner für mich. Wow. Alle zurückgenommen. Ja, drei Raves, übertreibt noch. Ja, und sterbt mit einem Schuss, übertreibt doch so schwach. Unser Weg ist blockiert. Chief, finden Sie einen Weg, das Kraftfeld abzuschalten. Wo ist der Hauptstromschalter? Bräuchte jetzt so einen großen roten Ausschaltknopf. Klassisch halt. Ich würde mal sagen, hier irgendwo oben. Ich will jetzt nicht schießen. Treff bestimmt den Kollegen. Jetzt schießt der Phantom auf mich. Den müssen wir gleich unterbinden. Mit dem kann man so schön aufräumen, mit dem Scorpion. Gott, ein Flakgeschütz. So, das war das erste Schild. Inwiefern kann das Kraftfeld das andere Kraftfeld steuern? Verstehe ich nicht. Ich muss ja auch nicht verstehen. Darf das überfahren? Nö. Kannst du mit hohem Selbstrisiko zerschießen. Von da aus sehen wir den Gravitationstrichter. So, das heißt, wir brauchen freie Sicht auf den großen Gravitationstrichter, aus dem wir uns ja befreien wollen. Mal schauen, ob das gelingt. Wo geht's denn hier raus? Ach Mensch, das schöne Auto. Also, Panzer. Meine ich ja. Gehen wir halt wieder zu Fuß, bitte. Aber das ist nicht der Gravitationstrichter. Das ist, glaube ich, die Infinity. Das sieht gut aus, ja. Markieren Sie das verdammte Ding, damit wir hier rauskommen. Ach, das ist der Gravitationstrichter. Wir haben ihn gehört, Chief. Schuss einleiten. Laser? Goodbye, Gravitationstrichter. Volle Kanne in die Mitte rein.
Anscheinend ist eine riesen Atombombe. Einfach mal den Planeten atomisieren. Sollte genügen. Der sieht nicht mal so brauchbar aus. Die Infinity kann nicht so viel Schaden einstecken. Nicht noch einmal. Hier geht es nicht mehr um uns oder das Schiff. Sir, wir haben gesehen, wozu der Didaktiker in der Lage ist. Wenn er diese Welt verlässt, ist die ganze Menschheit in Gefahr. Hören Sie, ich verstehe ja, was Sie zu sehen geglaubt haben. Geglaubt? Bei allem Respekt, Sir. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und bei allem Respekt für Sie, Soldat. Ich werde mein Schiff nicht wegen der Wahnvorstellungen eines alternden Spartans und seiner defekten KI aufs Spiel setzen. Sir, und wenn er recht hat? Navigation? Setzen Sie Kurs auf die Carinae Station, sobald wir abflugbereit sind. Kommunikation, machen Sie eine Warnboje bereit. Sie werden diesen Planeten nicht verlassen! Cortana. Das wollte ich nicht. Das wollte ich gar nicht tun. Commander Lesky, entsprechend Artikel 55 der UNSC-Verordnung 1214572 befehle ich Ihnen, den Datenchip der KI zu entfernen und bis zur endgültigen Zuweisung einzulagern. Ich will nicht. Sie wollen nicht. Entfernen Sie sofort den Chip, Commander. Bitte, ich will nicht. Her mit dem Chip. Der Didaktiker muss aufgehalten werden. Wenn Sie es nicht tun, dann tue ich's. Ich befehle Ihnen, die KI abzutreten! Nein, Sir. Commander! Verhaften Sie ihn! Captain! Verhaften! Captain! Warnen Sie die Erde, dass Ärger ansteht. Cortana und ich tun hier, was wir können. Also in den vorherigen Teilen waren die Commanders netter. Gab's noch Commander Keys. Commander Mrs. Keys. Die waren freundlicher. Ich kann Ihnen mehr als 40.000 Gründe nennen, die mir sagen, dass diese Sonne nicht echt ist. Der Rayleigh-Effekt des Senders passt nicht zur suggerierten Größe. Ihr Zyklus ist symmetrischer als der eines richtigen Sterns. Aber trotz allem werde ich nie wissen, ob sie echt aussieht, sich echt anfühlt. Bevor all das hier vorbei ist, versprechen Sie mir herauszufinden, wer von uns beiden die Maschine ist. Also, wie sieht Ihr Plan aus? Die Infinity hat das Schiff des Didaktikers zu einem Dock südöstlich von hier verfolgt. Wir springen ab, wenn die Infinity das Dach verlässt. Ich wurde mit dem Befehl hergeschickt, sie aufzuhalten. Für den Fall, dass sie bereits weg sind, habe ich einen Pelican geordert. Ausgerüstet zur Gefechtsverfolgung. Ich bete, dass sie bei diesem Blutsvater oder was immer er ist, falsch liegen, Chief. Aber für alle Fälle. Und Chief, viel Glück. Ihnen beiden. Kommen Sie, Chief. Fahren Sie eine Lady spazieren. Also der ist eindeutig sympathischer als der andere. Dass wir können jetzt Pelikan fliegen. Der Didaktiker hat mit dem Erzeuger die Prometheaner aus Menschen erstellt. Wow. Wenn er die Sache zu Ende bringen will, muss er ihn erst finden. Wir haben bessere Chancen, wenn wir ihn auf Requiem festhalten. Ich hoffe, Lesky hat den Pelikan gut gepflegt.
Wow. Eine fette MG. Coole Sache. Schreib mich nicht an hier. Aber wo geht's denn hier rauf? Nimm mal den direkten Weg. So sieht das Lager hier aus. Es ist so fein, dass man hier sprinten kann. Munition. Ah, die behalte ich mal. Oh ja. Kontrolle eingeleitet. Pelican fliegen. Check. Heck Railgun Geschütze. Check. Hauptschubdüsen. Check. Hilfsdüsen. Check. Starte an. Sie gerade Heck Railgun gesagt. Dauern, bis wir eine andere Mitfahrgelegenheit nach Hause finden. Alles wird gut. Wow, okay. Das ist schon mal der Schub. Feindkontakt. Wie kommen wir hinter diese Schilder? Hallo. Markiere zwei der größeren Einrichtungen auf ihrem HUD. Sie agieren als Kontrollknoten für alle Daten zum und vom Satelliten. Wenn wir ihre Kommunikation stören, kann ich einen Überbrückungscode einschleusen und die Schilde senken. Kann gerade nur links und rechts fliegen, nichts auf und ab. So, Ziel Nummer 1 gesichtet. Wow! Die Kanone geht aber ordentlich ab hier. Das wollte ich schon immer mal mit Pelicans auf gleicher Stufe stehen. Hab die Raketen entdeckt. Ah, da ist die Railgun. Die gefällt mir. Die gefällt mir sehr. Gibt's da noch was? Ja, da gibt's noch was. Ach ne. Ja, kann ich mitleben. Wenn ich jetzt noch mit Phantoms fliegen könnte, wäre das der Hammer. Und jetzt? Einfach aussteigen. Weiß nicht, ob das die... Nein, das war nicht die feine englische Art. Ups. Ich glaube, irgendwie kann man vernünftig auch lenken. Wie kommen wir hinter diese Schilde? Aussteigen. Markiere zwei der größeren Einrichtungen auf ihrem HUD. Einmal. Als Kontrollknoten für alle. Aha. Wenn wir ihre Kommunikation stören, kann ich eine Überbrückung Höhenkontrolle gefunden und die Schilde senken. Railgun bereit. Phantoms, ich komme. Ah, also man kann doch nicht nur links und rechts, sondern auch auf und ab fliegen. Ah! Dich krieg ich. Verrecke! An meiner Wut. Schwerer Schaden am Schiff. Aber nicht an meinem. Kurz ausruhen lassen. Am besten immer unten die Überhitzungsanzeige im Auge behalten und bevor die Waffe komplett überhitzt, lieber mal kurz warten, weil das kurze Warten dauert deutlich weniger lange, also ist deutlich kürzer die Wartezeit, als wenn man die Waffe komplett überhitzt. Nupdi-dupdi-du. Das müssen wir wahrscheinlich auch jeden Turm von innen einzeln ausschalten. Hier strömen Millionen von Übertragungen durch. Nicht nur die, die die Bewegung durch den Schild des Satelliten kontrollieren. Kannst du seine Kommunikation isolieren? Ich höre Dinger. Alle auszuschalten ist auch keine Option. Das Zerstören des Dämpfungselements sollte das Netzwerk überlasten. Natürlich könnten wir die Dämpfung einfach aus der Ferne überlassen. Wäre die Infinity nicht schon unterwegs zur Erde? Wir machen das schon. Darum geht's doch nicht. Die Dämpfer sind in einem Faradayschen Käfig. Hier gibt sicher irgendwo einen Schalter, um ihn zu öffnen. Einmal. Ja, so gefällt mir das. Keine Chance.